Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Let's Show. Ja, dieses Spiel könnte ein neuer Dauerbrenner bei mir werden, ein Let's Play. Ich weiß, Gronkh hat es schon gespielt, ich habe es ja auch schon in meinem Video angekündigt. Cube World, ein Minecraftiges World of Warcraft, unendliches Roleplay Game, also Rollenspiel. In dem Stil von Minecraft. Das Spiel befindet sich allerdings noch in der Alpha-Phase und kann man für 15 Euro kaufen. Und das Spiel ist einfach jetzt schon so genial. Das ist, es macht süchtig. Es macht einfach süchtig. Ja, was, ich will eigentlich nicht groß erklären. Wir fangen einfach mal an. Huch, da ruckelte das. So, und wir machen einfach mal einen neuen Charakter. So, und wir haben hier, sieht ein bisschen aus wie, Gronkh sagt der Sarazar. Ich sage, sieht ein bisschen aus wie Cloud von Final Fantasy. Und wir haben hier Elfen neben den Menschen noch, ein Zwerg, der ziemlich besoffen aussieht, ein Ork, finde ich persönlich ganz geil, ein Goblin, auch mit einer besoffenen Nase, ein Lizard, ein Undead, also Untot, und ein Frosch. Ja, ich nehme mal ein Zwerg und wir können dann natürlich hier auch noch entscheiden, ob er Frau oder Mann sein soll. Und das sieht alles blockig aus, also es basiert auf Voxel, wie Minecraft auch. Und die Landschaft um uns herum, die wird wie bei Minecraft Zufall generiert, bevor ich anfange, das Spiel erkläre ich das einmal. Und ist unendlich groß und ja, wird, wie gesagt, immer unendlich generiert. So, hier können wir jetzt noch die Klassen aussuchen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ein Ranger, also so eine Art Archer. Ein Mage, finde ich nicht persönlich so gut. Ein Rouge. Ein Warrior. Wir nehmen den Ranger mal. So, und das Gesicht. Mal gucken. Ja, die ist es gut. Und der Bart. Was für eine Farbe nehmen wir denn mal? Einen weißen? Nee. Ja, das ist doch gut hier. Okay. Und wie nennen wir den Zwerg jetzt? Winmar. Okay. So, ich bin überlegen, spiele ich jetzt in Erdwelt, die ich schon mal gemacht habe, oder eine neue? Ja, ich kreiere mal eine neue. Let's Show mache ich einfach mal. So, und wie nennen wir den? Achso, der Seed, ja, must be a number. Huch, das wollte ich jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen bestimmten Seed im Kopf. Ich habe jetzt einfach mal mein Geburtsdatum eingegeben. Und wir kreieren die Welt. Wie gesagt, es basiert auf der Voxel Engine, auf einer Voxel Engine. Es wurde von einem Menschen programmiert, was ich ziemlich respektable finde. Respektable. Und ja, die Welt ist halt unendlich groß, sie wird immer neu generiert. Also wir können immer neue Abschnitte erforschen. Und das ist gerade das Geile an der Sache. Es gibt schon verdammt viele Gegner für die Alpha-Version. Es gibt Dungeons, es gibt, ja, was weiß ich, Festungen, Städte. Was haben wir hier? Eine Katze. Und wie gesagt, Kreaturen, die ja alle umherstreifen. So, und wir fangen jetzt einfach mal an. So, und die Level baut sich langsam so auf, wie so Minecraft. Ja. Und wir können jetzt hier rumlaufen und uns einfach und einfach die Gegend erforschen. So, die Katze könnten wir theoretisch angreifen. Jetzt ruckelte das wieder ein paar Mal. Ich weiß nicht, was das soll hier mein Computer. Hier mein Computer! So, die Katze könnten wir jetzt angreifen. Wir sind ja ein Ranger. Oh. Ich wollte das gerade noch erklären. Da kommt. Okay, ein XP hat's für die Katze gegeben. Wieso ruckelt das denn jetzt? Das ist, muss doch an Traps liegen hier. Okay, wir haben ja die normalen Angriffswaffe und wir können so einen Schnellangriff machen. Wir sind natürlich Distanzkämpfer, das sollten wir auch dringlichst uns beibehalten. So, was, ich bin jetzt irgendwie komplett aus dem Konzept. Wir können ja auch noch Sachen hier aufsammeln hier, so looten. Wir haben ein Spinnennetz gelootet. Und, ach ja, genau. Ich wollte erklären, was es mit den Gegnern auf sich hat. Wieso ruckelt das denn hier? Ich hasse meine Festplatte. Ich hasse sie. Okay, nichtsdestotrotz, was ich erklären wollte, ist, da läuft ein, was ist das, ein Alpaka? Ich habe schon etwas gespielt. Genau, ein Alpaka. Die blaue Schrift, glaube ich, bedeutet, dass wir diesen Gegner locker besiegen können. Und dann bis hin zu Rot, Nuancen bis Rot, sagt uns, dass wir diesen Gegner lieber nicht angreifen sollen. Und, das ist ja auch ein relativ friedlicher Gegner, wie man sieht. So, normalerweise würde er jetzt uns angreifen und ich glaube, die Schrift wäre auch
Also der Balken wäre rot, der Lebensbalken. Ich stelle mich, glaube ich, irgendwie auf den Baum und... Alter, ich bin so geil. Ich stelle mich, glaube ich, irgendwie auf den Baum oder eine Felsanhöhung und werde dann von da aus runterschießen. Was ist das? Scottish Terrier. Das sind noch so einfache Gegner hier. Und das, wir haben unendlich Pfeile, das ist schon mal gut. Ich habe ja schon, wie gesagt, mit dem Warrior gespielt. Und mit einem Ork namens Balbok. Und ja, ich habe echt Probleme mit dem Warrior, weil ich jedes Mal angreifen muss. Das sieht ja schön aus, oder? Ich finde, das ist eh ein tolles Spiel. Und da unten läuft ein... Na, sieht aus wie ein Ork, glaube ich. Jetzt gucken wir mal, ob der friedlich ist. Huch, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu tief falle, weil das kostet auch Energie. Ein Goblin, der ist friedlich. Oder? Nee, der ist böse. Das sieht man im roten Balken. Na, komm her. Den können wir auch besiegen. Das ist auch ein Archer. Huch. Ach du Scheiße. Und da ist ein Ogre. Ogre. Und Ogre. Den können wir, glaube ich, nicht. Nee, den sollten wir auch... Oh, das war ein Fehler. Oh, nein. Oh, oh. Alter. Schnell, schnell einen Heiltrank. Heiltrank. Alter. Wo ist er? Scheiße. Das war jetzt ein Fehler von mir. Oh, und hier fallen die Blätter runter. Oh, wie schön. Der ist immer noch hinter mir her, so eine Scheiße, ey. Und ich hätte beinahe gesagt, der nimmt überhaupt keinen Schaden. Was mir noch persönlich fehlt in diesem Spiel ist Musik. Und wie gesagt, es ist schon... Hier ist die Map, bis wir bisher erforscht haben. Und hier ist ein Dorf. Da gehen wir mal hin. Wie gesagt, das ist alles erforschbar und alles unendlich und per Zufall generiert und das ist schon echt genial. In welche Richtung war denn das Dorf? Nordosten. Nordosten. Huch. Entschuldigung. Oh, was ist das? Ich glaube, das sind diese Blane Runner. Blane Runner, die sollte ich nicht angreifen, weil den mache ich hundertprozentig wieder keinen Schaden mit Level 1. Und ich fühle mich hier echt pudelwohl in dieser Welt. Lane Runner. Ah, das ist ein Spinnennetz. Solche Sachen können wir ohne Gefahr einfach abernten. Man kann in Höhlen zum Beispiel auch Gold und Eisen abernten. Und, oh, schön. Schön hier. Hier ist ein Lagerfeuer. Da können wir bei uns was craften. Genau, das wollte ich auch noch erklären. Wir können jetzt zum Beispiel Sachen craften, wenn wir bestimmte Sachen haben. Unsere eigenen Waffen. Die können wir auch customizen. Also, Oha, das ist eine Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die angreifen sollen. Die sind böse auf jeden Fall. Man kann auch halt eigene Waffen per Voxel kreieren, wie man die haben möchte. Und ja, einfach ziemlich viel. Das werden wir im Laufe des Let's Show vielleicht, kommt auch von den weiten Spiele, alles sehen. Ich erkläre das ja immer so ungern, weil ich ja so schlecht im Erklären bin. Man kann sich auf jeden Fall Rüstungen craften, Waffen, alles allerhand einfach. Und die auch, wie gesagt, abändern nach persönlichem Geschmack. Was haben wir hier unten denn? Ich laufe mal hier runter. Lemon Beetle. Und wie gesagt, das Ganze ist eine Alpha-Version. Kostet 15 Euro im Moment. Und ja, da es eine Alpha-Version ist, wird dieses Spiel noch wesentlich umfangreicher sein. Vermute ich jetzt einfach mal. So, können wir den... Ich würde mich ja gerne auf den Baum stellen und den Beetle davon den Lemon Beetle davon angreifen. Dieses Geruckel, das kommt vielleicht von Fraps. Das nervt mich so ein klein wenig. So, hat er mich jetzt gesehen? Ich finde, dass hier mit so einem Archer, mit so einem Ranger geht das viel einfacher als mit so einem Krieger, als so einem Haut drauf, ey. Den hätte ich nie kaputt gekriegt, ey. Unglaublich. Finnmar, du bist mein Held. So, wir wollten ja eigentlich in die Stadt gehen. Nordosten war das. Huch, jetzt hat es wieder doll geruckelt. Das liegt an Frapsk. So, und hier schon die Stadt. Alles per Zufall generiert mit so einem... Ja, was ist das? Mais? Mit so einem Maisfeld und eine Vogelscheuche, die wir auch angreifen können, aber nicht... Warte mal, da war doch gerade was. Doch gerade... Ah, hier. Was war das jetzt? Uah!
Boah, der kann springen! Was ist denn das für ein Viech, Alter? Ah, ist aber ein leichter Blaine Runner, so wie es aussieht. Die anderen halten viel mehr aus. Ein XP. Toll. Nochmal einen schnellen Heiltrank reinpfeifen. Das sieht total geil aus, auch wie die laufen. Was haben wir hier? Bleib mal stehen. Licola. Spike Creature. Mit der können wir reden. You look like an adventurer. Ich sehe aus wie ein Abenteurer. Ja, klar. Einmal schnell was trinken. So. Ah. Hier ist eine Stadt. Duralan City. Und hier können wir auch, wie gesagt, Sachen kaufen. Treffen wir auf andere Leute. Spiel ist übrigens Multiplayer-fähig. So, und was können wir hier? Oh, was ist das? Pineapple? Pineapple war ein Ananas, ne? Nein, falscher Knopf! Die können wir aufsammeln. Daraus können wir uns später dann Saft craften, der uns auch HP auffüllt. Also Health Points, Lebenspunkte. Und hier sind jetzt die Leute, die wir ansprechen können. Do you know what cats like to eat? Also du weißt, was du Katzen essen. Was? Candies, of course, also Süßigkeiten. I have my own house. Ja, wo? Oh. Schön. Ich hätte auch gern ein Haus hier. I love traveling from city to city. Ich mag es, von Stadt zu Stadt zu reisen. Have you found leftovers? You should... Was? Leftovers? Was sind leftovers? Schuld... Wo ist das? Identifier. Also wenn man irgendwas identifizieren muss, kann man hier, glaube ich... Huch! Kann man irgendwo... Sollen wir mal näher ranzoomen? Hier sind die Sachen. Ein Inn, also ein Hotel, und hier kann man auch, da ist der Identifizierer. Wieso ruckelt das denn so? Das ist echt nervig. Da kann man denn Sachen, die wir nicht identifiziert haben, identifizieren. Da ist, glaube ich, Waffenshop, ein Krämerladen. Da hinten gibt es was für die Haustiere. Man kann auch Haustiere haben, die einen natürlich helfen und unterstützen im Kampf. Was bist du? You look like an adventurer. Ja, das Ruckeln, das nervt mich ein wenig. Ich weiß nicht, mein PC scheint nicht multitaskingfähig zu sein. Das nervt mich so ein klein wenig. Und ich habe mich wieder verdrückt. So, jetzt habe ich natürlich den letzten Heiltrank ausgesoffen für nichts und wieder nichts. So, dafür gucke ich mal ins Crafting-Menü. Wir können Pineapfelsaft uns craften. Ich weiß gar nicht, was das bringt. Was wir denn im Inventar haben. Mal kurz gucken. Ja, was? Life Potion haben wir noch eine? Oder wie? Ich weiß jetzt gar nicht, wofür jetzt Pineapple braucht. Ich dachte, da kann man HP draus machen. Ich weiß es nicht. Ich kenne das Spiel, wie gesagt, nicht. Ich habe es gestern das erste Mal. Ah ja, wir können. Okay. Schon wieder gedrückt jetzt. Also. So, wir können dann. Daraus doch was machen. Okay, ich kenne das Spiel auch noch nicht so. Ich habe es gestern erst mir gekauft. Ich habe lange warten müssen vor dem ausgesetzten Shop. Und habe es mir dann endlich kaufen können und runterladen können. Und ich habe es dann ganz kurz angespielt, weil ich dann los musste zur Arbeit. Und ich muss gleich wieder los zur Arbeit. Aber ich will dieses Spiel einfach mal let's shown. Auch wenn es jetzt die halbe Welt wahrscheinlich let's shown wird. Ist mir egal. Ich mag das Spiel. Und wenn, kann man mir schon über die Schulter gucken, habe ich beschlossen. So, was haben wir denn hier drin? Eine Kiste. There's nothing special, also nichts in der Kiste. Was haben wir hier? Sarona. Do you know what Scottish Terriers like to eat? Croissants mögen die? Aha. Das ist ein Terrier. Oh. Wuff, wuff. Können wir den angreifen? Nein. Im Dorf können wir scheinbar nichts angreifen. Auch gut so. Ich look strange. Oh, und hier ist so ein Sawmill, also ein Sägewerk. Da können wir dann, wenn wir Holz haben, so hier Holz, können wir dann daraus einen Cube machen und daraus Sachen craften. Wie gesagt, das ist recht umfangreich. Ich weiß da auch noch nicht alles. Ich bin da recht noch irgendwie unbedarft. So, und wir haben bis jetzt ganz wenig erforscht und es ruckelt und es nervt mich so, ich weiß nicht, woran das liegt, ich reg mich mehr auf, als zu spielen. Okay, wir gehen jetzt einfach mal in die Welt hinein und gucken mal, was uns noch alles an Kreaturen begegnet. So, Lands of Duralan. Aber das hieß die City nicht Duralan, Duralan City. Auch die Namen sind immer Zufall.
So, und das sieht aus wie eine Schlucht hier, so eine kleine. Da steht was. Ein Ork, der ist böse. Den werden wir angreifen. Und das ist auch ein Archer, aber ich bin schlau. Whee! Man kann auch ausweichen. Oh, der hat gesessen. Und ich hab echt, das ist mit dem Ranger ist das hier viel. Nein, er trinkt was. Er hat einen Heiltrank getrunken. Mit dem Ranger ist das echt einfacher als mit diesem Haut drauf Typ, mit dem Warrior. Und jetzt kann ich mich hier auf den Baum stellen und da laufen unten Radieschenleute rum, aber das ist glaube ich außer Reichweite. Huch. Hui, ich kann auch ausweichen. Ah, es ruckelt zu sehr. Ich weiß auch nicht, woran das jetzt hier liegt. Wahrscheinlich, weil er ist einfach überfordert, mein Computer mit den ganzen Sachen. Aha. Mist. Was? Ich hab da voll getroffen. Au, 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 au. 2 XP und... Radish-Link. Ein Radieschen-Link. Ja, au, 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 die hauen ganz schnell zu. Aber ihr könnt mir gar nichts. Ich mache euch alle den Erdboden gleich. Aber ich mag diese actionbasierten Strategiespiele, RPG-Spiele. Das macht einfach Spaß. Ja. Und wie lustig die aussehen. Und er hat was fallen lassen. Eine Axt. Dann gucken wir gleich mal nach. Erstmal was trinken. So, wir haben eine Used Iron Great Axe plus 14. Damage 10 für einen Warrior. Die hätte ich natürlich jetzt gut gebraucht. Power 10. So, hier steht unser Skill. Wir sind ein Ranger Sniper. Oh. Power 1. Lebenspunkte 225. Verteidigung, Armor 2. Resistenz 2. Kritische 4,4%. Und der ganze Rest von ein Adventure. Was haben wir hier? Dusty Lion Boots. Können wir die anziehen? Tatsächlich, die können wir anziehen. Woodwand, das ist für einen Mage. Und, oh, wir haben ein Wooden Crossbow. Was haben wir hier? Achso, da steht der Vergleich. Links unsere Kuchenlinie, unsere aktuelle Waffe. Woodbow plus 1. Es macht also nichts, ob wir jetzt den tauschen oder nicht. Ja, also behalten wir erstmal unsere Waffe. Und da vorne läuft eine Gruppe. Und da ist auch irgendwas auf dem... Das sieht nach gefrorenem Wasser aus. Tatsächlich gefrorenes Wasser. Und von Gruppen halte ich mich gern mal fern. Das ist ein Zauberer, auch Fernkämpfer, weil solange ich nicht, ja, einen höheren Level habe, mache ich gar nichts. So, Schwein, das greifen wir nochmal an. Huch! Ich hätte mal vielleicht noch was trinken sollen. Und das ist schon Orangi-Schrift, also etwas stärkeres, ein Schwein. Ich wurde mal von einer Gruppe Kühe fertig gemacht. Und hier ist ein Stuhl. Mitten im Nichts. Da können wir uns hinsetzen. Hui! Und ich höre Schritte. Ich glaube, die Magier kommen zurück. Oh ja. Und dann halte ich mich erstmal fern hier. Gehe ich erstmal um die Ecke und werde erstmal hier was trinken und in Wirklichkeit auch. Und die laufen mir das Eis, wie ich höre. So, kann ich mich jetzt anpirschen und wenn ich schon Sniper bin. Hä? Wo sind die? So, Freunde, jetzt hat euer letztes Stündlein geschlagen. Oh oh. Oder meins? Aua! Oder meins, wie es aussieht. Was haben wir denn hier? Duckbill. Ach, so ein Schnabeltier. Perry! Perry, hilf mir! Oh nein, ich hab Perry angegriffen! Scheiße, 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 scheiße. Ich muss mich irgendwo hinstellen, wo die mich nicht... Das sind auch Fernkämpfer. Und die haben Perry angegriffen. Aua. Aua. Nein, nicht sitzen. Ah, lauf, lauf, lauf. Bin mal, lauf. Eine Höhle. Und es wird ja auch Tag und Nacht... Eine Biene, ist die böse? Ja, Hornet. Eine Hornisse, auch noch schlimmer. Es wird hier auch rechts oben über der Karte, erkennt man ja auch noch die Zeit. Es wird ja auch dunkel und Temperatur 8 Grad, deswegen ist es gefroren. Und was das Hum oder Hum heißt, das weiß ich nicht. Und ich glaube, ich komme von Regen jetzt drauf.
Oh, die Magier. Sie sind nicht allzu stark. Aber ich habe irgendwie keine Lebensenergie mehr. Ich muss mich irgendwo aufladen. Und Poisons, meine Pots habe ich ja schon jetzt aufgebraucht. Ach du Scheiße. Aua, 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 aua. Nein! Und sie haben mich. So. So. Wo bin ich jetzt gestartet? Bei so einer Statue und... Oh, freundliche Orks. Wo gibt's denn sowas? Some rocks can be destroyed with bombs. Aha, das wusste ich auch noch nicht. Die geben mir hilfreiche Tipps. Uzak. Wie heißt der? Mororok. Wie die Stadt von Ragnarok. You can use better bombs. Also, ja, die Orks sind natürlich etwas rabiater. Okay, der liebt auch. So, wo sind wir überhaupt? So, wir sind hier gespawnt. Wir spawnen immer, wenn wir tot gehen, in der Nähe von solchen Statuen. Von solchen, ja, Elfenstatuen oder so. Und da vorne läuft schon wieder ein Gegner. Ah, ich werde es schon wieder bereuen, dass ich einen stärkeren Gegner angreife. Kann ich auf den Baum rauf? Upp. Ich bin ein Sniper. Ah, wo hat der denn gerade hingeballert? Ich hoffe, dass die ja nicht hochkommen. Das ist natürlich geil. So kann man natürlich echt geil leveln. Nein, er ist hochgekommen. Er ist wieder hochgekommen. Ach, so eine Scheiße. Na, das ging jetzt schnell. So, und ich denke, dass ich das Spiel jetzt auch Let's Playen werde. Immer eine Folge. Anstelle von Scribblenauts. Ja klar, Scribblenauts ist ja vorbei. Und mich zusammen mit euch in das Spiel reinfuchse. Und was haben wir hier? Sind das unsere friedlichen Orks, die wir vorhin gesehen haben? Wo hab ich dich überhaupt gespawnt? Ich war vorhin hier, jetzt bin ich hier gespawnt. Aha. So. Ah ja, das sind andere Orks, aber die sind, tun uns nichts. Haben wir dann schon irgendwie 10 Koppermünzen? Das ist unser Geld. Unser Geld, wofür uns wir später dann Sachen kaufen können. Noch habe ich gar nichts. Man kann auch Sachen verkaufen. Man kann sich auch von Hang stürzen. Ich kann schon nicht mehr sprechen. So. Und auch über das Meer fahren mit Booten, die man sich kaufen kann. Das werden wir alle sehen. Was war das? You are looking for weapons. Ja, ja, das ist klar. Ich sehe strange aus. Ihr aber auch. Hier. Ne? Ich weiß nicht, ich würde die gerne mitnehmen und zusammen als Gruppe agieren. Ich weiß gar nicht, wofür man Spinnenweben jetzt braucht. Jetzt. Was haben wir denn hier? Pet Food. Und ein Ring. Warum liegt das hier? Das haben die hier den... Haben die hier Loot liegen lassen? Gold Ring. Den wir jetzt gerade haben. Power 1. Oh, den nehmen wir doch gleich mal, weil hier... Der hat nämlich Tempo. Sind etwas schneller. Und aus diesen Herzpflanzen hier, Heartflower, können wir später Pots machen. Wo sind wir denn hier? Ja, da. Können wir Pots machen. Huch, jetzt ruckelt das. Brauchen wir aber eine Wasserflasche für. Flaschen haben wir gerade nicht. Ich bin echt verwirrt im Moment irgendwie. Wieso liegt hier Loot rum? Wahrscheinlich, weil die ja irgendwas kaputtgeschlagen haben. Die alten Säcke. Die alten Schnapsdrosseln. So, nochmal was gedämpft gerade. Schön von Hallo Pizza, Werbung. Noch eine Miranda übrig. Wieso fallen hier rote Blätter? Ach, hier. Manchmal macht der Levelgenerator noch etwas scheiße, aber ich denke, das ist kein Problem. Ach, hier sind wir wieder bei Duralan City. Und das Schaf, das ist friedlich, das können wir nicht angreifen. Hui, ich muss echt aufpassen. Ah, ist nur so eine Pflanze. Vielleicht sollte ich mir ein paar Flaschen mal besorgen. Und mir dann Pots machen. Da läuft irgendwas im Wasser, habe ich gesehen. Es ist 8 Grad, also es ist relativ kalt hier, während in Wirklichkeit draußen hier die Sonne brennt. So, den Blade Runner machen wir nochmal platt. Oder er macht uns platt, ich weiß es nicht. Oh, 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 oh. Oh, alter Schwede. Ja. Also wir können dann, glaube ich... Hup, hup. Da vorne... Ach, da sind noch die... Ich laufe im Kreis. Wie immer. Wie immer. Auch wie bei Spore. Ich laufe immer im Kreis. Da vorne sind unsere Goblins wieder. Was läuft da? Da sind noch die Magier, die mich angegriffen haben. Die Schweine.
Ich erreiche sie einfach nicht. So, Winmar, du alte Schnapsdrossel. Ey, da oben ist ein Lagerfeuer. Raus, rauf mit dir auf die Voxel. Hui. Ach, ich finde das Spiel einfach knuffig und geil. Ach, deswegen standen die Tische da unten. Die Stühle da unten. So. Oh, oh. Was war das denn? Und da ist ein Baum. Den können wir, den Busch hier, den können wir auch kaputt machen. Jetzt bringt mir das gar nichts mehr. Ich drücke immer die falsche Taste. Ich weiß nicht, woran das liegt. Jetzt machen wir uns nochmal... Warte mal, jetzt mache ich mir nochmal ein paar... Ich höre schon wieder was laufen. Jetzt mache ich mir nochmal ein paar Pineapple-Sachen. Damit ich irgendwie Vorrat habe. Da vorne läuft ein Radieschenmensch und hier ein Schaf. Okay, das wird erstmal reichen gleich. Ja, machen wir noch zu Ende. Na komm. Okay, und weiter geht's. Jetzt haben wir 22, sollte erstmal reichen, ein klein wenig. Wir sind hier jetzt auf so einer Steppe. Die Radieschenmenschen sollten nicht allzu stark sein. Die haben wir ja gerade schon kaputt gemacht. Und los! Wow. Ah, sie können uns noch nicht so viel Schaden mehr zufügen. Ich bin froh, dass wir diese Magier erstmal... Oh, da ist eine große Biene. Was ist denn das hier? Asmi? Das ist wahrscheinlich so ein Boss-Teil. Kommt die hier hoch? Wir können nicht mal Schaden zufügen. Okay, das scheint zwei... Die kann doch gar nicht mehr fliegen, wenn sie im Wasser ist. Och, ein Glück. Alter Schwede. Und hier ist wieder so eine Statue. Und da vorne läuft... Wo sind wir überhaupt? Ach, wir sind jetzt weiter... Haben uns weiter von der Stadt entfernt. Was das ist, weiß ich nicht. Ob das jetzt Quests sind hier, die Schwerter... Keine Ahnung. Oh, die Biene ist weg. Oder was ist das nochmal? Asmi. Da vorne ist ein Busch. Und wie es aussieht, geht's in die Berge. Oh, sieht einfach geil aus. Ich bin immer wie beeindruckt. Ich habe mich bei Minecraft schon immer gefreut. Und die sind böse. Oh, der hat gesessen. Oh, ich bereue das jetzt schon, dass ich die angegriffen habe. Füge ich den überhaupt Schaden zu? Ah, der hat gesessen. 5? Ja. Und der hat Geld fallen lassen, das ist gut. Ah, mit Bogenschützen werde ich locker fertig. Ja, und den haben wir umgepustet. Erstmal was trinken. So, leer gemacht. Meine Lebenspunkte sind auch wieder aufgefüllt und von Winmar, glaube ich, auch halbwegs. Ah ja, der Busch, den wollten wir kaputt machen. Und das sind diese Stämme, die wir aufsammeln können und später was craften können. Was, weiß ich noch nicht. Ich verkaufe sie immer. Und wir gehen mal jetzt hier hoch in diese luftigen Höhen. Ach, hier können wir nochmal hier Cotton Plant, die können wir nochmal mitnehmen. Und die Herzpflanze auch. Und da ist noch ein Busch, den nehmen wir auch natürlich mit. Und wie gut, dass ich hier unendlich Pfeile habe. Und so, man kann auch langsam gehen und natürlich auch ausweichen. So, hier ist, huch, ich habe doch hier eine Höhle gesehen. Und dann habe ich mich erschrocken. Katze, die ist friedlich. Und in der Höhle... Können wir unsere Lampe ziehen auf F und ein wenig erforschen. Da sind natürlich auch Kreaturen drin. Und hier habe ich vorhin noch gesehen so ein Goldreservoir. Können wir Gold? Damit können wir, glaube ich, unsere Waffe upgraden oder was weiß ich. Soll ich die Katze jetzt angreifen? Ich habe es jetzt einfach mal gemacht.
Oh, die Katze! Die Katze, Katze, Katze! Okay. Da ist eine Fledermaus, die kommen anscheinend aus den Höhlen. Ja, wie gesagt, die Höhlen kann man jetzt erforschen, diese Bergeinbuchtungen. Es gibt natürlich auch irgendwann Dungeons und sowas. Und eine Fledermaus will uns den Gar ausmachen, aber der machen wir jetzt den Gar aus. So. Was hat die fallen lassen? Da muss ich mal kurz gucken. Muss mal schnell an die frische Luft gehen hier. Die hat irgendwas fallen lassen. Und? Die hat eine Rüstung fallen... Cool, wir haben eine Rüstung gefunden. Ey. Shabby Cottons, das ist nicht für uns. Formula Iron für den Warrior. Undamaged Iron Shield. Mhm. So, und wir haben eine Rüstung gefunden. Damit sind wir natürlich geil geschützt. Cool. Ja, einmal auf die Uhr geguckt. Ich muss jetzt leider meiner Pflicht nachgehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge, in der Let's Show-Folge. Und mal gucken, vielleicht mache ich ein Let's Play. Ich bin ja schon eigentlich quasi dabei. Ich bedanke mich fürs Zusehen und die Suche geht mir auf den Sack. Bis zur nächsten Folge.